Seid gegrüßt, liebe Skyrim-Freunde. Hallo und herzlich willkommen hier aus der Waffenkammer aus dem Tundragut. Ja, im letzten Video haben wir uns die Drachenpriestermaske Volsung eingesackt und in diesem Video möchten wir uns die Drachenpriestermaske von Ragor einsacken. Und Ragor soll sich in der Schützburg in der Nähe von Riften aufhalten. Wir suchen gerade mal die Schützburg. Ich glaube, das war die hier. So, und da werden wir jetzt einmal hinreisen. Und was ich empfehlen kann, in der Schützburg ist es so, wenn ihr ein Meisterschloss knacken könnt, da ist der Weg kürzer. Wenn ihr aber noch nicht in der Lage seid, das Meisterschloss zu knacken, müsst ihr einen sehr, 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 sehr langen Umweg laufen. Deswegen würde ich da empfehlen, nehmt euch vielleicht noch einen Zaubertrank mit, der das Schlossknacken etwas leichterer macht. Oder levelt vorher eben das Schlossknacken, damit ihr eben dieses Meisterschloss aufbekommt. Ansonsten, wenn ihr auch natürlich ein Freund von Erkunden seid, dann könnt ihr natürlich auch den längeren Weg nehmen. Ansonsten, wenn ihr darauf keine Lust habt, weil der, ich sag jetzt mal, dieser Dungeon, der ist relativ groß und ja, ansonsten einen Zaubertrank mitnehmen oder Schloss knacken, dann halt entsprechend leveln. Gut, wir gehen mal rein. Wir haben hier schon... Ach, guck mal, das ist doch der... Da, guck mal hier. Hier waren wir doch schon mal gewesen. Hauptmann Valmir. Worauf wartet ihr? Geht dort hinein und sucht die Maske. Ja, ja, warum geht ihr nicht hinein? Das wäre doch mal ganz interessant. Ich? Nein, ich bin zu wichtig für die Kriegsführung, als dass ich Leib und Leben riskieren dürfte. Und außerdem bezahle ich ja euch dafür. Okay, was könnt ihr mir über den Drachenkult erzählen? Könnt ihr mir mehr über diesen Ort sagen? Nachdem die Macht des Kultes im Drachenkrieg gebrochen worden ist, scheint ein letzter Rest hierher gekommen zu sein, um eine Festung zu gründen und sich neu zu formieren. In der ersten Ära vernichteten König Haralds Truppen hier einige Versprengte und seither spukt es hier. Doch wie die Belagerung im Einzelnen ablief, bleibt unklar. Ich meine, ist ja klar, der Worauf Typ... Worauf wartet ihr dann noch? Geht hinein und verdient euch euren Lohn. Ich meine, ist natürlich klar, der Penner, der hat natürlich Schiss, ne? Der hat da gar keinen Bock drauf, da reinzugehen. Und kennt ihr noch diese Örtlichkeit? Wir haben da oben diesen Paladin erledigt und dann diese einzigartige Waffe, das Paladin-Schwert namens Krysamere, erhalten. Ja, und deswegen, wir waren schon an diesem Ort. Der Ort ist uns bekannt, die Schützburg. Und wir werden ihm die Maske natürlich nicht geben. Ich denke mal, er spricht von der Drachenpriestermaske. Nur, die wird er von uns nicht bekommen, weil die wollen wir für unsere eigene Sammlung. So, auf geht's. Wir gucken mal. Eisentür öffnen. Okay, ist es wieder sehr dunkel hier drin. Ich gehe mal kurz hin und, scheiße, warte mal, nee, ich bin falsch, sorry, ich wollte einmal kurz, und zwar mache ich einmal für uns ein bisschen Licht. Ihr kennt das ja schon, wir sehen sonst wieder nichts. Wo haben wir es denn jetzt? Kerzen, warte mal, da unten. Kerzenschein, machen wir mal an und gucken uns mal hier ein bisschen um. Ach, guck mal, da unten ist ein Bierchen versteckt, siehst du, das hat sich doch schon gelohnt. Eine Sitzbank, da liegt noch irgendwer Totes. Ach, da oben geht's... Ach, guck mal an, da geht's auch noch irgendwo hin. Oh! Alter! Boah, ich mich... Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Boah. Alter. Okay, Imperialsoldat, da hat er schon einen scheinbar reingeschickt, ne? Die Pfeife da draußen. Er hat Schiss. Was ist das hier? Da ist nix. Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen Gold. Nehmen wir mit. Vielen Dank. Und hier ist nix. Doch, da unten ist noch ein Zaubertrank der Gesundheit. Und Vorsicht, hier ist eine Falle. Die lösen wir jetzt mal nicht aus, hoffentlich. Da hängt... Okay, ist runtergefallen. Da kommt wieder so ein Geist. Kultist. Alter. Okay, der macht... Oh, der macht aber gut Damage, der Kollege da. Drachenkultist. Haben die irgendwas Geiles dabei? Ektoplasma? Aber sonst nix. So, wir machen mal wieder Licht. Wie immer. Da geht's irgendwo lang. Und wir haben hier... Geht's auch noch irgendwo lang. Und hier geht's auch noch irgendwo lang. So, da, was ist dahinter? Können wir da schon irgendwas erblicken? Da ist irgendwer Totes aufgespießt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier geradeaus einfach mal lang. Mal gucken. Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe, die ist leer. Hat schon irgendwer geplündert. Irgendeine Drecksau. Ach, hier ist auch sonst nichts mehr. Okay.
Okay, irgend so ein gieriger Drecksack hat die Truhe schon längst geplündert. Und hier kommen wir vorerst nicht rein. Gucken, was wir da noch haben. Was war das? Ach guck mal, hier ist noch ein Geldbeutel. 17 Tacken. Und sonst haben wir... Oh, das ist blutverschmiert. Da ist einer in die Falle reingelaufen. Hier war schon wer. Noch eine Truhe. Novize. Okay, der hat die Truhe nicht aufgekriegt und wurde dann scheinbar von da oben erschlagen. Okay, wir gucken mal rein, was da drin ist. Kriegen wir auch easy auf. Sehr schön. Gold und Zaubertrank der kräftigen Magiker. Jetzt nichts richtig Geiles. Und dann ging es hier weiter, ne? Der ist schon erschlagen worden. Warte mal, lass mal gucken, hat der irgendwas? Soldat. Wurde bestimmt auch vorgeschickt von diesem Idioten da draußen. Ein bisschen Kerzenschein an, bevor das gleich wieder weg ist. Alter Nordbogen, altes Nordschwert können wir nicht gebrauchen. Hier ist nichts. Wirklich sehr, sehr dunkel hier drin. Okay, da ist noch eine Truhe, die da... Ist irgendein Weg. Da ist eine Truhe, die... Oh nein. Scheiße. Waffe. Nervtöter. Alter, fuck. Oh scheiße, von hinten werden wir auch angegriffen. Drachenkultist. Macht natürlich ordentlich Damage. Alter, die halten aber gut was aus, ne? Ein bisschen auf die Gesundheit achten. So, der ist weg und den können wir auch noch machen. Sehr schön, dann ist der auch weg. Nice. Okay, cool. Wir haben wieder nichts Gutes zum Looten. Hier ist noch eine Begräbnisurne. Gold, vielen Dank. Auch noch ein bisschen Gold, super. Und hier vorne besagte Truhe, Geldbeutel. Okay. Gift und die Truhe, Lehrling. Kriegen wir auf. Knochenpfeil, Gold, Zaubertrank der Ausdauer, Blitzpfeil. Ja, nehmen wir alles mit. Pfeile kosten ja keine... Wie heißt es? Pfeile kosten ja keine... Kein Gewicht. Warte mal kurz. So. Moment. So, auf links gelegt. Machen wir hier gucken. Okay, diese... Ah, da kommen noch ein paar. Wieder ein Drauger. Drauger, Drachenkultist, meine ich. Nix Grauder, Drauger. So, die machen wir auch noch platt hier schnell. Okay, der ging relativ easy, nicht wie die anderen eben. Okay, der ist auch weg, sehr schön. Was haben wir hier noch? Schwaches Gift, wurden die hier alle vergiftet scheinbar? Die haben scheinbar alle Gift getrunken, ne? Und das sind dann wohl diese Drachenkultisten. Und ich denke mal, ich bin mal gespannt, der Hauptmann, der wird ja von uns die Maske haben wollen, aber die Maske wollen wir natürlich nur für uns beanspruchen, für unsere Sammlung. Wir brauchen ja eh die Maske für Labyrinthion. Wir brauchen alle 8 Drachenpriestermasken, damit wir da überhaupt weiterkommen. Okay, hier geht's. Da kommt wieder einer. Alter, ist das groß. Da geht's auch noch irgendwo lang. Da kommen wir gar nicht runter. Können wir hier runterjumpen einfach? Doch, hier geht's runter. Den hauen wir mal gerade weg. Was heißt gerade so? Die sind super stark. Also jetzt nicht super krass stark, ne? Aber schon sehr zäh, die Kameraden. Alter. Sehr schön. Der ist auch weg. So, und dann lass mal gucken, was wir hier haben. Begräbnisurne. Zaubertrank der kräftigen Ausdauer. Ich gehe nochmal in die Ego-Perspektive. Da können wir ein bisschen besser gucken. Golderz, Eisenbarren, alles Ressourcen, mit denen wir craften können. Ich mache gerade nochmal ein bisschen Licht. Begräbnisurne, beziehungsweise normale Urne. Was ist hier drin? Alter Nordbogen brauchen wir nicht. Ah, das könnte eine Schmiede gewesen. Guck mal an hier. Schmiede, Werkbank. Hier ist noch eine Truhe, sind deswegen auch die Ressourcen. Lederstiefel des schwindenden Frosts. Ja, können wir mal mitnehmen. Die können wir mal mitnehmen. Okay, hier geht's weiter. Hier haben sie scheinbar gegessen. Da kommt wieder einer.
Nervtöter. Der hat nur ein Dolch in der Hand. Ach, easy. Okay, der war jetzt mal easy tatsächlich. Aschehaufen. Der hat aber auch nichts Cooles dabei. Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist dann scheinbar... Ach, das ist wieder einer, der ist auch tot. Drauger. Okay. Urne ist leer. Hier ist noch ein Elixier der Stärke. Das nehmen wir gerne mit. Der Rest sind nur so Mehlsäcke. Wurde aber schon alles scheinbar geplündert. Alter, wie groß ist denn das? Was macht er denn da oben? Macht er sich gerade warm? Rodar. Ja, das Rodar sehe ich auch so. Ich bin da ganz deiner Meinung. So, Rodar. Mega, mega Rodar. Oder, oh, da kommen wir mal. Ah, jetzt sind sogar Drauger dabei. Drauger Todesfürst, die machen natürlich ordentlich Schaden. Beziehungsweise die sind richtig zäh. Jetzt sehe ich auch gar nichts mehr. Rodar, ja, finde ich auch. Guck mal, ich lock die mal. Alter, ich lock die mal ein bisschen mehr ins Licht. Da können wir ein bisschen mehr gucken. Da weiß ich dann auch, wo ich hinschlage. Wobei, die sieht man ganz gut an den leuchtenden Augen. Der heilt sich gerade. Jetzt ist er weg. Dann haben wir noch den Fürsten hier. Alter. Der ist auch down. Sehr zähe Burschen, das Ganze. Also es ist nicht so leicht, tatsächlich an eine Drachenpriester-Maske zu kommen. Ihr seht, das Ganze ist mit ein bisschen Arbeit verbunden. Soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Soll man ja auch nicht einfach reinlaufen und das Ding einsacken und das war's dann. Das ist ja schon, soll ja schon mit ein bisschen Aufwand verbunden sein. Was haben wir hier noch? Zaubertrank der ewigen Heilung. Und guck mal, hier ein paar Spenden. Gold, Holzteller nehme ich auch mal mit und Seelensteinfragment. Nehmen wir auch mit. Ein bisschen umgucken. Hier oben konnten wir jetzt auch nicht so wirklich gucken. Und das war jetzt hier eine Wendeltreppe. Hallo? Eine Wendeltreppe. Die führte uns zu einer Truhe. Und wir laufen direkt wieder in eine Falle rein, weil wir eben so gierig sind. Und jetzt kommt noch Feuer. Oh, nee, Scheiße. Okay. Weil wir, wie gesagt, zu gierig sind. Hier haben wir auch noch irgendwas. Da haben wir noch einen mächtigen Seelenstein. Okay. Hier ist nochmal wieder eine Holztür. Warte, ich guck mal gerade auf die Karte, das interessiert mich jetzt. Ach du Scheiße. Ich könnte ja theoretisch auch mal hingehen. Warte mal kurz, wenn wir jetzt die Quest obtains Ragots Maske. Ich aktiviere die mal, dann sehen wir ja einfach, wo wir hinlaufen müssen, ne? Guck mal, da hinten ist ja, das heißt, wir haben hier noch ein bisschen zu laufen. Okay, das ist optional und da geht's zur Maske. Okay. Ich habe das jetzt einfach mal aktiviert. Das war die Quest, die wir von dem Hauptmann erhalten. Wie gesagt, wir waren schon mal hier gewesen, deswegen hatten wir die Quest schon im Menü drin. Boah. Im Menü drin, ne? Weil der eben zu feige ist, da selber reinzugehen. Aber was wir natürlich machen werden, wir werden die Maske natürlich nicht abdrücken. Das wäre dumm. Wir brauchen die Maske selber. Ich weiß nicht, ob er danach uns angreifen wird. Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin aber mal gespannt. Gold. Ach, guck mal hier, das war der, den wir eben gesehen haben. Boah, der ist schon verbrannt. Durchsuchen verbrannte Leiche. Jetzt habe ich seinen Schrott aufgesammelt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, hier sind schon viele zum Opfer gefallen. Die sind hier in die Fallen getreten. Hier ist ein Hebel. Genau, und da waren wir eben, wenn ihr euch erinnern könnt. Da waren wir eben gewesen. Aber unsere Reise führt uns hier weiter runter. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar Drauger. Lederkundschafterhelm. Einbalsamiert. Und ich muss mal gerade hier Waffen. Ich will das gerade mal hier droppen, was wir da gerade eingesagt haben. Die brauchen wir nämlich nicht. Die nimmt unnötig Gewicht weg. Dann geht's jetzt ab in die Krypta. Und wir haben noch ein paar Türen vor uns. Wir müssen. Das war das. Ne, da oben ist die. Ach du Scheiße. Leute, es wird noch ein sehr, sehr langer Weg. Hier ist wieder ein toter Drauger. Gift der Ausdauer. Nehmen wir auch mal mit. Hier ist wieder ein toter Drauger. Da kommt wieder ein Drachenkultist. Der ist wieder nicht easy zu machen. Hält einiges aus. Kamerad.
Leichte Rüstung verbessert, sehr gut. Und das ist ja auch weg. Sehr schön. Nice. Da sind wieder irgendwelche Fallen aktiviert worden. Okay, hier ist die Frage, da geht's irgendwo hin und wir gehen links auch irgendwo lang. Gerade mal ein bisschen Licht. Okay, Leinentuch. Ja, ist die Frage, gehen wir jetzt hier links lang? Ich guck mal gerade, was hier bei den Fallen ist. Einfach mal aus Interesse. Genau, und das war das, was ich anfangs schon erwähnt habe. Wenn ihr jetzt keine Fähigkeit habt, eben dieses Meistertor bzw. das Meisterschloss zu öffnen, müsst ihr einen sehr, 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 sehr langen Umweg laufen. Deswegen, wie eingangs schon erwähnt, ich empfehle euch da einen Zaubertrank zu nutzen, der euch eben das Schlossknacken leichter macht oder wie gesagt Schlossknacken eben entsprechend leveln. Ich mache das jetzt mal so. Wir haben nämlich hier einen Zaubertrank. Des Schlossknackens ist jetzt 30% einfacher. Meisterschloss, ich merke davon gar nichts, dass es einfacher ist, aber gut. Okay, das geht auch nicht. Scheiße, wir müssen uns beeilen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Scheiße. Nein! Ey, ich versuch's trotzdem. Ich habe keinen Bock, diesen langen Weg zu laufen. Okay, scheiße. Wir werden es schaffen, Leute. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Okay. Nein! Okay, das war zu weit. Es war zu weit. Oh, willst du mich verarschen, Alter? Yes! Nice! Huch, was war denn das? Achso, das waren hinter uns die Schwerter. Okay, ich speichere mal eben kurz. Einmal kurz schnell speichern. Das ist hier die Abkürzung. Was ist denn das hier? Das ist ja Wasser. Okay. Okay, merkwürdig. Hier ist eine Frostspinne. So, wo führt uns das Ganze hin? Hier müssen wir nochmal abtauchen. Was ist denn das? Gift des langen Leidens. Oh, da sind relativ viele Gegner. Ich kann die gerade nur noch nicht zuordnen, wo die sind. Gold, Gift des langen Leidens. Haben wir alle Gift gesoffen? Sind die über uns oder sind die im Wasser? Ich sehe da auch gar nichts. Öffnen Holztür. Da geht's lang. Irgendwen höre ich hier noch. Hinter uns, oder? Oder da hinter der Tür? Ja, hinter uns. Alter! Sind wir tot? Nein, boah, ich dachte schon. Okay. Waffen. Wo haben wir denn hier Nervtöter? Der hat uns einfach mal gerade weggeblasen, hier dieser Draugerfürst. Dem heizen wir mal kurz ein unter seiner blöden Rüstung. Dir, Fulan. Ja, du mich auch. Genau. Das sehen wir nämlich auch so. Da unten rechts steht noch einer. Seht ihr den? Der spannt schon den Bogen. Und der kriegt es jetzt auch noch. Auch ein Todesfürst. No, und dann seht ihr das schon. Hättet ihr jetzt eben nicht die Schlossknackermeisterfähigkeit, dann... Alter, wo will der denn hin? Okay. Dann werdet ihr nämlich jetzt hier diesen langen Weg gelaufen und da erwarten euch mehrere Drauger-Todesfürsten. Deswegen ist das schon nicht verkehrt, wenn ihr dann entsprechend auch levelt, kann ich euch nur empfehlen. Oder wie gesagt, sagt euch dann da eben so einen Zaubertrank ein. Rodar, genau, finde ich auch. So, Drauger-Todesfürst, komm mal her, Kamerad. Macht jetzt nicht so viel Damage, doch, ein bisschen schon. Afdilon, genau. Ja. Nice, okay, die haben wir auch platt gemacht. Was haben wir hier noch gehabt? Ist das ein Buch? Nee, das war nix. Und dann geht's dann hier weiter. Ab dafür. Vielleicht sind da die Gegner hinter, die wir die ganze Zeit auf der Karte angezeigt kriegen. Ja, tatsächlich. Okay. Einmal nochmal Licht an.
So, zack, da stehen alle drei. Seht ihr das oben auf der Karte? So, mal gucken. Da sind sie. Oh, das sind mehr wie drei. Alter, das ist ja... Was ist das denn? Hier ist ja eine Familie. Sind wir eingeladen oder gibt es uns nichts? Rodar, ja, genau. Also, wir können uns gerne unterhalten. Rodar, sage ich auch immer. Jetzt geht's ab hier. Ich muss natürlich ordentlich wehren. Auger, Greißel. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ach du Scheiße. Boah, Alter. Die machen ordentlich Damage jetzt hier. Müssen wir ein bisschen auf die Gesundheit achten. Kein Bock jetzt hier zu verrecken. Da kommen natürlich noch ein bisschen mehr. Alter, jetzt geht's hier aber los. Was ist denn das? Lederhelm? Sollen wir da auch einen Helm draufsetzen, damit irgendwas passiert? Wo ist da? Ja. Scheiße, jetzt lässt der Kerzenschein wieder nach. Ich hoffe, ihr seht noch was. Sonst immer zu dunkel. Weil ich die Helligkeit von dem Spiel schon weiter hochgestellt habe. Magie, wir machen nochmal Kerzenschein an. So, einmal für uns. Und dann können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Zwei Gegner haben wir noch. Gold. Hier ist auch noch was. Gold. Und wo geht's hier hin? Das sieht gut aus, ne? Gold. Da rennt irgendwo noch ein Gegner rum. Gold. Auch Gold. Okay, und was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Seelenstein. Alter, was ist denn das hier? Okay, die sind alle leer scheinbar. Hier geht's nicht raus. Da kommen wir bestimmt gleich raus, wenn wir den Priester besiegt haben. Und ich glaube, wir kommen immer näher, ne? Oh nein. Ja, ich wusste es. Du Drecksack. Du Drecksschwein. Du Drecksschwein. Ich wusste, dass du das entflammst. Relativ viele Todesfürsten jetzt hier. Nice. Okay, den haben wir auch platt. Wo geht's da hin? Ich glaube... Ah ne, da können wir gar nicht durchgehen. Okay, wir hätten eh hier durchgemusst. Vorsicht, die Fallen da oben. Da geht's durch eine Tür. Holztür. Ja, war klar. Alter, wie viele verdammte Todesfürsten lungern denn hier rum? Oh da, jetzt gibt's hier ab mit... Oh nein. Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, vielleicht wäre es sogar noch einfacher gewesen, wenn man sich einen Begleiter mitnimmt. Bei mir ist der Begleiter ja leider ein bisschen verbuggt. Deswegen konnte ich da jetzt keinen Begleiter mitnehmen. Würde hier aber tatsächlich Sinn machen. Zu zweit kämpft es sich ja immer noch leichter. So, was haben wir denn hier? Anweisungen. Alle Blüten müssen zugleich geerntet und ins Alchemielabor hochgebracht werden. Schafft dann Platz und beginnt die Leichen der Kinder zu beerdigen. Was? Ist das... verstehe ich jetzt nicht. Ist das jetzt für uns irgendwie eine Anweisung oder sowas? Müssen wir die machen? Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ne? Also wir sollen alle Blüten zeitgleich ernten... Oder? Okay. Mhm. Ja gut, dann machen wir das halt eben, oder? Würde ich mal sagen, ne? Anweisungen, Heiltrank. Hier sind sogar Blüten. Da sind wieder irgendwelche Leichen einbalsamiert. Das sind scheinbar die besagten Kinder. Kann das sein? Da kommt irgendein Gegner. Okay. Huch. Dietrich, Gold, Zwergenpanzerhandschuh brauchen wir nicht. Urne ist leer. Irgendwo ist doch noch ein Gegner. Ich höre den doch. Ah ja, Rodar. Genau. Ja, Rodar. Genau. Guten Tag. Den machen wir platt. Ja, ja, genau. Hm, du mich auch.
Huch. So, perfekt. So, jetzt ist die Frage, ich guck mal gerade, da ist noch wer auf die Karte. Da oben, das war ja das Optionale, ne? Ich glaube, wir laufen falsch. Wir müssen hier runter. Wir haben den Abzweig verpasst, kann das sein? Wir sind in einem falschen Raum, wir müssen jetzt hier gleich rechts laufen. Ja, okay. Da ist irgendwer im Thron aufgespießt worden. Okay, sehr gut. Gut. Was haben wir hier noch? Ist er hier? Der hat auch einen Brief. Was? Ragots Reply. Forder, do not hit the other alchemist from their work. Your fuse is known to me. Okay. Mhm. Okay. Nehmen wir mal mit. Der hat hier ein Schwert in der Brust. Alchemie Notes. Da ist noch. Huch, ich sehe gar nichts mehr. Ja, super, ist wieder alles auf Englisch. Toll. Wir machen mal gerade Kerzenschein an. Okay. Hier ist noch ein Thron. Hier geht's irgendwo hin. Aber ich will ja nicht zur Tür zurück. Was ist denn das hier? Okay, das ist einfach so ein Schlupfloch. Okay. Hier ist noch ein bisschen Gold, ein Geldbeutel, den nehmen wir auch mit. Vielen Dank. Ein Thron. Und mehr ist hier aber auch nicht. Da geht es noch irgendwo weiter. Hinten zur Tür raus. Wieder. Was war denn das? Alter! Okay. Hier ist noch eine Drogergeißel. Wir sind aber in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen, glaube ich, gleich nochmal zurücklaufen. Alter. Frostatronarch. Ich sehe gerade gar nichts. Ist weg. Der Atronarch auch. Und hier ist irgendwo eine Tür oder was? Hier ist eine Tür. Ruin Book. Das ist auch ein kaputtes Buch. Meistertür, Meisterschloss. Ja, das war klar. Ich gehe gerade nochmal zurück. Ich laufe gerade nochmal zurück, weil die Markierung ganz woanders ist. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass wir falsch laufen. Gucken wir gerade mal. Wo geht's denn? Geht's hier lang? Genau, da kam ja nicht durch, ne? So, ich mach mal gerade hier nochmal Licht an. Oder war das der Abzweig, wo wir jetzt nicht durchkommen? Genau, hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen da einmal zurücklaufen, oder? Sehe ich das richtig? Warte mal. Hier einmal zurücklaufen. Und dann hier lang? Ist das richtig? Dann hier lang und dann müssen wir da rechts runterlaufen. Guck mal, da waren wir schon gewesen. Wir sind aber falsch gelaufen. Okay. Also überhaupt... Was? Ach, Eisenpanzer. Super. Schön. Okay. Hier ist noch eine Truhe. Haben wir auch übersehen. Gold. Zaubertrank. Vielen Dank. Da unten geht's raus. Da wollen wir aber nicht hin. Okay, da müssen wir einmal quasi die Runde jetzt da laufen. Gut, da müssen wir doch da lang. Wir müssen doch da lang. Da ist eine Tür, die rausführt. Ja, das ist ja wieder die Krypta. Müssen wir... Wir müssen ja nicht durch die Krypta durch. Wir müssen einfach nur durch diesen Raum da. Lass mal gucken. Jetzt sind wir hier, ne? Karte. So, und jetzt müssten wir eigentlich nach links durchkommen. Können wir das wegnehmen? Dann passiert da was. Müssen wir jetzt eigentlich hier lang gehen. Hier links weiter. Das funktioniert leider nicht. Können wir irgendwas... Ne, da haben wir eben was weggenommen. Okay. Und dann kommen wir hier hin, in diesen größeren Raum. Dann sind wir jetzt hier in diesem größeren Raum. Das heißt, wir kommen da nicht zurück, kann das sein? Da
kommen wir nicht hin, ne? Oder ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ne, da geht's auch nicht lang. Hier ist auch kein Hebel, ne? Okay, hier ist auch nichts. Können wir da nochmal gucken kurz? Ich glaube, da sind wir eben auch lang gegangen, ne? Ja, genau, da sind wir lang gegangen. So, und da kommen wir ja nicht durch, ne? Oder runter, können wir da durchbacken? Kriechen, geht auch nicht. Okay. Dann müssen wir hier tatsächlich lang, ne? Dann müssen wir hier lang. Und hier haben wir das mit den Blumen. Okay. Müssen wir die hier reinlegen? Alle Blüten müssen zugleich geerntet und ins Alchemielabor hochgebracht werden. Okay, verstehe ich nicht. Sollen wir das mal machen? Bergblume. Ich mach das einfach mal. Alle Blumen hier ernten. Egal was hier hängt. Wir nehmen einfach alles mit. Einfach alles abernten hier. So, hier haben wir noch eine Blume. Hier ist auch noch eine. Bergblume. Und da vorne waren auch noch welche dran. Können wir die auch noch irgendwie ernten? Die hier. Die hier. Und die aber nicht, ne? Okay. Dann gucken wir mal. Und dann müssen die ins Alchemielabor gebracht werden. Hier ist noch eine Tür. Die können wir auch öffnen. Und dann kommen wir hier wieder... Ah, okay, dann kommen wir hier wieder am Speisesaal raus. Alles klar. Okay. Dann kommen wir hier wieder raus. Alles klar. So, von da sind wir gekommen. Und hier ist dann besagt das Alchemielabor. Müssen wir die dann da reinlegen? Oder müssen wir dann tatsächlich was craften? Da hinten ist noch irgendwo ein Gegner. Okay, hier ist auch nichts. Okay, gehen wir mal hier oben weiter einfach. Das ist auch keine Brücke, ne? So, wo kommen wir hier raus? Das ist kein Buch. Da waren wir eben gewesen, genau. Hier ist auch nichts. Hier ist noch die Tür, die hatten wir eben aufgemacht. Dann sind wir jetzt oberhalb von diesem besagten Speisesaal. Können wir hier auch lang gehen irgendwo hin? Also darüber können wir nicht, ne? Urne, Gold. So, dann gehen wir mal hier rechts weiter, wo wir eben schon waren. Da hatten wir ja schon die Gegner platt gemacht. Ach, guck mal hier. Glass Dragon Claw. Cool. Haben wir die auch. Wieder was für unsere Sammlung. Nice. Sehr cool. Aufschließen Meister. Das probieren wir auch mal direkt. Da ist noch der Gegner. Aufschließen Meister. Sind alles Meisterschlösser. Guck mal hier. Wieder ein Draugr Todesfürst. Waffe hauen wir mal drauf. Da kommen wieder welche. Das scheint aber, dass wir dann richtig sind, ne? Gerade nur kurz die Orientierung verloren. Ich dachte, wir hätten vielleicht was vergessen. Komm. Nice, der ist auch platt. Aufschließen, Lehrling, kriegen wir hin. So, was haben wir da drin? Gold, großer Seelenstein, Zaubertrank höchsten Heilung und Magika nehmen wir mit. Was ist das hier noch? Okay, wo geht's hier noch hin? Okay. Gut, dann haben wir das. Da oben war noch ein Gegner, meine ich, ne? Hier sind wir doch eben auch schon durchgeschlichen, meine ich. Genau. Guck mal hier, der sucht uns. Ach, mehr. Ist fleißig am Wandern. So, den haben wir auch noch platt. Oh, da, genau. Und dann ist der auch weg. Nice, sehr schön. Gold, okay, nehmen wir auch mit. Vielen Dank. Ich mache nochmal ein bisschen Licht für uns. Falsch. So, machen wir ein bisschen Licht. Und dann gucken wir mal. Hier sind wir auch schon durchgerannt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir wieder angeköchelt. Können wir gerade nochmal hier weiter gucken. Wir haben ja noch ein paar Sachen. Die Truhe, da gucken wir nochmal rein. Lederarmschuhe brauchen wir nicht. Okay.
ist denn das hier? Das sieht auch so komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Wobei, da ist eine... Da, Moment, was war denn das? Eine Hinsetzenbank. Schade, ich dachte, da sei irgendwie ein versteckter Knopf oder sowas. Schade. Und ich gucke jetzt gerade nochmal wegen dieser Meisterschlösser hier. Jetzt können wir in Ruhe gucken. Wo war das? Hier war das, ne? Gucken wir mal, ob wir das aufkriegen. Okay, darum in die Richtung nicht. In die Richtung auch nicht. Mal kurz. Okay. Ah, okay, in die Richtung dann. Ja, sehr schön. Nice. Was haben wir hier? Toll, hier ist nichts. Das war dieser Seelenstein, den wir vorher schon rausgezogen haben. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und hier war, meine ich, auch noch. Genau, hier war auch noch ein Meisterschloss. Gucken wir mal, ob wir das auch aufkriegen. Da war es gerade schon. Auch nicht nach rechts, sondern ein bisschen nach links, ne? Ja. Noch mehr nach links. Nice. Was haben wir hier Schönes? Krankheitsheilung. Ebernerzschild. Das war's. Ein Ebernerzschild. Und ein Eimer zum Scheißen. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, schade. Hat sich wieder nicht gelohnt. Also die beiden Türen braucht ihr gar nicht aufmachen. Die lohnen sich gar nicht. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Ich hoffe, wir kommen an unserem Ziel an. Hier waren wir gerade schon, ne? Ist wirklich schwierig, hier die Orientierung zu halten. Durch Such und Tor, da waren wir schon dran, ne? Ja. Okay, und dann geht's jetzt hier weiter. Das hatten wir eben gesehen von der Seite aus, meine ich. Hier geht's hoch. Aber ich freue mich tatsächlich über die Drachenklaue, die wir eingesammelt haben. Oh nein, hier ist ein Rätsel. Dafür haben wir dafür die Drachenklaue eingesetzt? Ja, ne? Okay, ja, genau. Ist die Frage, haben wir hier irgendwo innerer Ring? Genau, wir haben... Was ist das, ein Wal oder was soll das sein? Ein Wal? Ein Drache? Ein Wal oder was ist das? Ich glaube ja, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Haben wir denn hier irgendwo ein Zeichen, was was ist? Was ist das? Das ist ein Adler oder was? Das ist nix. Katze. Okay. Ich guck grad nochmal. Also wir haben den Wal, was ist das, der Vogel? Okay, das heißt, wir müssen erst den... Okay. Schwierig. Ich habe eben auch nichts gesehen. Also wir können hier natürlich ein bisschen rumprobieren. Was ist das? Ein Fuchs? Oder ist das ein Fuchs? Keine Ahnung, wir nehmen mal den Fuchs. Was ist das? Ein Schmetterling? Okay, da passiert nichts. Eule. Fuchs, oh, keine Ahnung. Fuchs, Eule, Schlange. Okay, das war falsch, oder? Ja. Fuchs, Eule. Hä? Fuchs? Nee, hä? Okay. Da war aber gerade was ganz anderes, ne? Da war Adler. Okay, merkwürdig. Wir sind jetzt hier in der Krypta drin. Oh, shit. Wir sind da. Ist das der Priester schon? Ja, Ragot, nice. Schnell. Waffe. Nervtöter. Da ist Ragot. Nice. Wir haben Ragot gefunden. Mega. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten uns total verrannt. Oh nein, da kommen noch ein paar Traugerfürsten. Aber nicht nur einer, sondern da sind noch vier im Gepäck. Scheiße. Alter. Das ist aber gut, dass diese Drachenpriester, die machen ja so gut wie gar nichts eigentlich. Fatzpack, die Nock. Genau.
Die sind relativ einfach kaputt zu hauen. Jetzt haben wir halt hier noch die Drauger. Und die sind sehr zäh. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir jetzt schon so schnell am Ziel sind. Ich glaube, das war aber auch ein bisschen Glück. Kann das sein? Hallo, bleib doch mal stehen, Alter. Was ist denn mit dir? Was machst du denn? Okay. Jetzt kämpft er. Okay, der ist weg. Dann haben wir noch die anderen beiden. Ah, das finde ich jetzt aber geil, dass das so schnell ging, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich bin gespannt... Alter, ist das dein scheiß Ernst? Jetzt rennt er weg. Der hängt fest. Ich bin mal gespannt, was dieser Hauptmann Vollmer dann von uns möchte, weil ist ja klar, ne? Wie schon gesagt, wir werden die Maske keinesfalls abgeben. Digga, ist das dein scheiß Ernst? Was ist denn mit dir? Also, wir geben auf gar keinen Fall die Maske ab. Die Drauger sind irgendwie auch abgehauen, kann das sein? Die haben da gar keinen Bock mehr zu. Okay, die sind echt abgehauen. Nee, die stehen da oben. Guck mal, die stehen da oben einfach random. Die wissen sich... Nö, guck mal. Die haben keinen Bock mehr. Okay, ja gut, die greifen uns auch nicht an. Alles klar. Gut, dann hier Aschehaufen, Balkonschlüssel der Schützburg. Cool. Gold und Leute, Ragott leider nicht vom großen Wert, nur 962. Aber wir waren ja auf der Suche. Drachenpriesterstab nehmen wir auch mit. Und jetzt sollen wir zu Falmir zurückkehren, dem Drecksack, dieser feigen Drecksau, der sich hier einfach nicht reingetraut hat, für den wir diese Drecksarbeit machen sollten. Hier ist noch eine Kiste, Amulett von Akkadosh. Und der Rest ist für die Katz. Und hier kommen wir dann, glaube ich, auf den Balkon an die Schützburg Zinnen. Okay. Ah, doch, hier oben. Das ist der Balkon. Und wie in diesem Video damals schon zu sehen, da hinten war dann eben der Paladin. Dann kommt ihr dann hier oben raus und könnt dann gegen den Paladin kämpfen, der dann für euch das Paladin-Schwert Grüßer Meere hinterlässt. Was war denn das jetzt? So, ach, das habe ich damals gar nicht aktiviert. Huch. So, und da unten sitzt der... Ach, oh, oh. Okay. Meinen Forschungen zufolge könnte Skorm Schneeläufer nach der Belagerung einen Teil seines Tagebuchs hier zurückgelassen haben. Ich glaube, es sollte Hinweise darüber enthalten, wie man die blockierten Bereiche der Festung betreten kann. Ich sollte euch warnen, es spukt in der Schützburg. Aber ich bin sicher, damit kommt ihr zurecht. Kommt zu mir zurück, wenn ihr die Maske habt. Ach, Moment, dort spukt es? Guck dir mal diese Drecksau an. Der schickt da nach und nach irgendwelche Soldaten rein, die für ihn die Drecksarbeit machen sollen. Oh, ist das ein Drecksack? Ist das ein Drecksack, der Typ? Das Schwein! Was ist das denn? Ist das ein Drecksschwein, Alter? Das Drecksschwein. Ist das ein Drecksschwein? Der hat uns sofort angegriffen. Schlüssel zur Schützburg. Er hatte einfach einen Schlüssel die ganze Zeit dabei gehabt. Das Schwein. You will put it to the rings before the mask from Blankholz there. Ach, guck mal, der sollte im Auftrag von jemandem die Maske nach Labyrinthian bringen. Das ist ja auch unser Ziel. Boah, ist das ein Drecksack. Und er hatte einfach die ganze Zeit die Leute angeheuert, die für ihn da reingehen sollten, um diese Maske zu erhalten. Dieses Schwein. Und hat uns dann natürlich angegriffen, weil wir die Maske am Start hatten. So ein Drecksack. Ja, Leute, wir haben die Maske eingesackt. War relativ schnell. Wir haben uns natürlich ein bisschen ein paar Mal verlaufen, das weiß ich. Aber wir haben die Maske von Ragott. Und ja, war eigentlich doch schon ein etwas längerer Dungeon tatsächlich wieder. Aber wie gesagt, war einfach zu kriegen. Wir haben die Maske von Ragott wieder, einer der Drachenpriestermasken eingesackt. Das ist jetzt unsere dritte Drachenpriestermaske, die wir da haben. Und wir werden jetzt in den nächsten Videos nach und nach auch noch die anderen 5 Masken noch einsacken.
Und dann werden wir, wie eben aus der Notiz hervorging, nach Labyrinthion zurückkehren, dort die Masken alle auf diese Büchsen stülpen und dann kriegen wir noch eine 9. Maske und was dann passiert, da sind wir mal alle gespannt. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es auch nicht nachlesen und auch noch nicht verraten. Ja, Schnauze. Ja, Liebling. Also. So, und dann lass uns noch mal gucken. Wir haben jetzt hier Ragot, ne? Nice. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, also 9 Masken sind es ja insgesamt. Und die fehlen uns jetzt noch alle. Und welche wir es im nächsten Video machen, weiß ich noch nicht. Seid mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschaltet. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.